真累啊！哦，烦不烦呐？没过几分钟就来找我讲话一次，不无聊哦。哎，你怎么知道我很无聊？你很聪明哦。哦，第一班给不着我。一个多小时了，不要说是学长姐啦，连那个东西哦。呸呸呸！我一定是被你传染才会乱讲话。佛祖保佑，佛祖保佑。哎，我觉得很奇怪，会不会有人料杯啊？ 他们不可能不回，会办才对啊！好啦好啦，再陪我一下下。如果真的没有整到人，就放你回去睡觉。赞。听好，既然学长姐不来，我们干脆主动点去吓他们。可是，我们要找谁啊？找文耀学长啊。那他在哪里？我怎么知道？哦，那我传讯息问他。 你白痴哦！你这不就是告诉他，嘿，我们要来吓你喽？啊，对哦，不过我已经传给他了。哦，学长很快就回嘞，赞哦。Ich frage mich jetzt, ob das der Typ war, jetzt der einen Kratzer abgekriegt hat. Pinguin im Labor 2F。这么晚去研究室干嘛？ 学长都快毕业了，还这么勤劳哦。Okay, hier ist das Ritual, also dieses Exorzismus-Ritual mit. Und wir brauchen noch das Schwert. Und ein Gefäß wahrscheinlich. 2F, Labor 2F. Gibt es das hier, ist die Frage. Ah, Klassenzimmer, Klassenzimmer, Klassenraum. Achso, warte mal. Daten, 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 Mathematik, da wollen wir auf gar keinen Fall rein. Digitale Inhalt. Informationsingenieurin, Systemingenieurin, Klassenzimmer, Informationstechnologie, Forschungsbüro 1F. Der sagt mir Labor 2F. Verdammt nochmal. Die verarschen einen doch hier, wo du dabei bist. Okay, ein F plus noch ein F ergibt, es gibt wichtigere Dinge zu tun. Ganz genau, mein Reden. Hallo? Hallo? Da brauchen wir einen Code. Ich bin raus. Freundliche Erinnerung von einer unbekannten Person. Man ist erleichtert, wenn man seine Zugangskarte vergessen hat. Ich bin raus. Die Ersatzzugangskarte ist im dritten Stock. Oh nein. Aber da kommen wir nicht hin. Papier-Lunchbox. Der klassische Geruch von geschmorten Schweinerippchen und würzig getrocknetem Rettich, der mehr als 2 Wochen lang aufbewahrt wurde, drang aus der Nähten der Box. Super, lecker. Lecker Schmecker. Das hält mich nicht auf. Schon schlimmere Dinge erlebt. 3F, wir sind jetzt auf 2F. 3F gibt's nicht. Dann sind wir auf 3F jetzt, ja klar. Hier müssen wir rein. Guck mal hier, alles mit Laptop. Alles vom Feinsten. Ist das eine Zugangskarte? Nein. Ja, und dann noch den schönen Kakaodrink dazu. Was gibt's denn Besseres? Aus dem Weg. Hab's eilig. Muss hier durch. Erfolg. Tod. Ja. Deswegen hauen die immer ab vor einem. Damit du schön Platz hast. Hallöchen. Zugangskarte, wir haben sie. Raus hier. Scheiß, was ist mit dir? Achso, die ist ganz normal, oder was? Ah, okay. Ich dachte, du wärst verrückt. Der Türknauf kann nicht benutzt werden. Ja, blöd. Okay, wir müssen uns hier durchkämpfen. Komm. Nebel. Oh Mann. Wo ist denn die? Wo ist sie denn? Oh no. Oh nee. Oh oh.
Duck dich. Wir sind unsichtbar. Wir sind eins mit diesem Stuhl. Wir sind der Stuhl. Oh nee. Wir sind der Stuhl. Ja. Ist die blöd. War die Schwester von dem einen, ey. Aber wo muss ich hin? Ja! Ja, leck mich doch. Ach, Mann. Da muss ich dann auch mich wieder komplett zurückschlagen, oder wie? Du bist ja richtig blöd unterwegs, weißt du das? Du bleibst hier stehen, oder was? Auf ganz entspannt. Und ich hab hier wirklich die Arschkarte. Nee, nee, ging schon, war schon nicht schlecht. Die Frage ist halt nur, wo muss ich hin? Vielleicht von da, wo sie gekommen ist. Sei der Stuhl, sei der Stuhl. Nee, sei der Stuhl, ich bin der Stuhl. Traurig ist sie, guck mal. Ja, was ist, Blinky? Blinky, bleibst jetzt da. Nee, sie geht, sie geht, sie geht, sie geht, sie geht, sie geht, sie geht. Nee, ich komme hier auch nicht raus. Super scheiße, ich bin tot. Also muss ich irgendwie hier drin irgendwas machen? Meide die Sichtlinie des Geistes, verstecke dich in Regalen, ja, und Toiletten. Na klar. Weil die Tür ist zu. Da komme ich also nicht raus. Wohin dann? Dahin? Oder komme ich aus der Tür raus, wenn sie wieder weg ist? Oder wir warten einfach mal. Wir sind einfach mal der Stuhl und warten darauf, dass sie zurückkommt. Mal gucken, was sie macht. Weil vielleicht kann ich dann zu der Tür. Weil die ist ja ziemlich schnell eigentlich wieder zurückgekommen. Ist ja eigentlich ziemlich schnell wieder zurückgekommen. Eigentlich ist sie ja ziemlich schnell zurückgekommen. Ja, was ist denn mit ihr? Mehr keine Option an der Tür. Ach ja, natürlich, klare Geschichte. Die Routen ändern sich, wenn du einen Poltergeist begegnest. Ja, super, dass die sich ändern, aber wo muss ich hin, ist die Frage. Wohin? Da geht's ja auch nicht entlang, da ist ja alles zu. Das heißt, ich könnte nur noch die Tür versuchen. Weil anders wüsste ich nicht. Oder da ist jetzt frei. Und ich kann in so einen Spind rein. Ja, toll. Ich könnte in den Spind rein, wenn sie mich verfolgt. Ja, toll. Was bringt mir das denn? Ich weiß ja jetzt gar nicht, wo sie auftaucht, was sie macht. Von Spinn stand da nichts. Es stand nur was von Regal und Toiletten.
Nee. Ich bin hier komplett gefangen. Da kann ich rein, hier kann ich nicht rein. Sie kommt auch nicht, wenn ich jetzt nicht nahe zur Tür gehe, glaube ich. Da ist was. Das brauche ich. Ein Loch. Ich brauche ein Loch. Genau. Mein Reden. Natürlich. So wie Sinalia. Das ist ein Loch. Hat jemand aber auch Stühle entsorgt hier, ne? Und was ist das? Irgendwo Täterpack oder so. Hier hat jemand geschlafen. Tür. Blöd. Boah, hab ich einen richtigen Schub gekriegt. Aber sie auch. Hm. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob ich jetzt mir das angucken kann, dass sie irgendwas macht. Aber dass sie sich umdreht und mich sofort attackiert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, du. Wir laufen mal in diese Richtung hier. In den Spind wird mir nichts bringen, weil sie sieht mich, ne? Und holt mich dann raus, oder? Nein. Sie geht. Tschüss. Schön, dass du da warst. Ja. Ja. Genau. Super. Huch. Die heilige Lampe. Oh shit, das ist der gleiche Spind. Oh nee, wo bin ich? Oh, da. Ja. So. Mann, ey, ich dachte, ich hätte jetzt was Cooles entdeckt. Die brauchen ein bisschen zum Spawn. Das Problem ist, ich muss genau da entlang dann, wo sie reinrennt, glaube ich. Vielleicht muss ich auch komplett dahin. Ja, geh mal. Vielleicht reicht das jetzt schon. Ausprobieren. Einfach ausprobieren. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Wir testen. Rein da. Nein, die hat mich gesehen, Mann. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr so weit dann und ich kann einfach an ihr vorbeirennen. Maybe. Die ist schneller als ich, das ist das Problem. Und sobald die da reingeht, wo sie gespawnt ist, wäre sie ganz, ganz nah an mir dran. Ich könnte versuchen, hinter ihr her auch wieder zu laufen. Und die damit auszutricksen. Also sie dreht sich ja auch immer einmal um. Nehmen wir das jetzt mal an. Warten wir jetzt mal, wenn sie da reingeht. Ducken wir uns mal. Und gucken einfach mal. Das Problem ist, dass sie jetzt ultra langsam ist. Oder er, ich weiß nicht. Was spielen wir? Ein R, ne? Ja, klar. Können wir hier durch? Ja, klar. Wir sind hier geschützt, ne? Problem ist, ich weiß immer noch nicht, wo sie ist.
Miss? Miss Geist? Wo sind Sie? Das wäre ja purer Selbstmord, jetzt rauszugehen, wenn ich nicht weiß, wo sie ist, ne? Hallo? Hallo? It's me? Kann sein, dass ich jetzt voll in sie hineinrenne. Oh oh. Ich glaube, die ist voll hinter mir. Oh komm, lade, lade oder so. Was war das denn? Oh, Gott sei Dank. Oh Mann. Ich sag dir, gerade habe ich plötzlich auf seltsame Orte gegangen. Ich wieder, du nicht mehr gesehen. Und das Ding, das Ding, das gerade noch mich verfolgt. Du bist wirklich geschlafen. Wir haben gerade die Kreditkarte bekommen. Nichts mehr. Aber ich habe gerade wirklich... Geh, geh, geh. Die Antwort ist es. Boah. Nee, noch ein weiter, hier. So, aus der Cloud hochladen, zack. Ach, ist schon. Das war ein bisschen unspektakulär jetzt. Oh, was ist denn mit ihr? Leckere Nüsse. Willst du Nüsse? Ach, die lässt mich noch nicht mal durch hier. Nee, 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 nee. Ein handgeschriebenes Zertifikat voller Sarkasmus. Sie lautet: Zertifikat zur nützlichen Person. Herzlichen Glückwunsch zur Erlangung des Titels nützliche Person. Eines Tages werden Sie wissen, was für ein großartiger Mensch du bist, lol. Ich glaube, dass jeder, der dieses Zertifikat erhält, eines Tages in der Zukunft sein Glück finden wird. Nice, schön. Dann nimm das mit, das Zertifikat. Da hat jemand seinen Laptop aufgelassen und spielt. Was spielt er denn? Mühle. Würde ich sagen. Oder das ist eine wilde Kombination aus verschiedenen Spielen. Keine Ahnung. Ich würde jetzt mal sagen, das war Mühle. Was haben wir hier? Eine Schublade mit einem Liebesbrief. Wenn du eine duftende Blume bist, dann bin ich der Schmetterling, der bei dir vorbeikommen und verrückt nach dir sein würde. Wenn du der riesige Ozean bist, dann bin ich ein Fisch, der ohne Wasser nicht leben kann, nur an deiner Seite atmen kann. Dieser Brief drückt hiermit meine Liebe zu dir aus. Gut, dass er das auch nochmal erwähnt, ne? Also, ist auch wichtig. Der Fluch der Brücke, die Tragödie hinter der bekannten Campus-Legende. Der Brückenfluch der Universität, bekannt, gehört, das hatten wir doch schon, das kennen wir schon. Seite umschalten. Bösartige Geister sind das Ergebnis eines nachtragenden Todes. Diejenigen, die Selbstmord begehen und rote Tücher tragen, diejenigen, die an Verfolgung sterben und diejenigen, die ermordet werden, werden wahrscheinlich ebenfalls zu bösartigen Geistern. Scheiße, du darfst kein rotes Tuch tragen, ne? Weg mit roten Tüchern, ich sag's dir. Darüber hinaus können auch Geister von Kleinkindern, die brutal abgetrieben wurden oder bei einem Unfall ums Leben kamen, zu bösartigen Geistern werden. Bösartige Geister können nicht von selbst reinkarnieren. Sie können nur durch einen Exorzismus entfernt werden. Du kannst sie nur vertreiben, indem du einen taoistischen Priester beauftragst, eine religiöse Zeremonie für die Toten durchzuführen, damit sie ihren Groll loslassen. Aber das hat ja bei der einen schon mal nicht geklappt, also bringt es nichts. Geister, die nicht befreit werden können, werden stattdessen ausgelöscht oder versiegelt. Das haben wir wahrscheinlich unten im Keller gesehen. Seien Sie nicht wie ich und versuchen Sie nicht, es selbst zu tun. Morgen ist der 29. Februar und der Priester hat gesagt, dass die bösen Geister in 4 Jahren am stärksten sein werden. Geh nicht an verwunschene Orte und locke Geister an. Ja, und das haben wir gemacht, oder was? Super. Smart Man 1245. Blödsinn. Kann nicht entkommen und kann nur auf den Tod warten.
Wo soll ich denn um Mitternacht einen Priester finden? Genug gesagt. Wünsche mir viel Glück. Ich werde diese Geister bekämpfen. Reitprätor, ist das dein Ernst? R555, ich bin auch ein Sang-Hu-Absolvent und ein Unfall ist in meiner Klasse passiert. Auch am 29.02. Das hatten wir schon. Da kann ich nichts machen. Da komme ich auch nicht irgendwie auf die Seite. Flicker, ja, der gute Flicker. Funktion nur. Ich kann kein Dokument finden, in dem die Frage, ist das Xingyang-Schwert nur halb so wirksam, gestellt wird. Vorschläge. Bitte überprüfen Sie, ob Sie ein Wort falsch geschrieben haben. Bitte versuchen Sie mit einem anderen Stichwort und so weiter und so fort. Smart Man 124. Das ist nicht der Schüler-ID? Ah? Mit Li-Gui-Jue-Dou? Ist das wahr? Der Priester-Späti, ja, das stimmt, ja. Aber das... Das ist doch ein super Geschäftsmodell, oder? Das ist doch jetzt, eröffnen wir so ein Priester-Späti. Kannst du deinen buch dir deinen Priester 24-7. Da, war da gerade was? Nee. Aber der bringt ja auch nichts, das ist das Problem. Wir müssen ja 1 gegen 1 kämpfen. Hallo? Seinen Sitzplatz soll ich überprüfen. Hä, hab ich doch gemacht. Ist da noch was versteckt? Wo sitzt der denn? Das ist doch bestimmt der mit seinem... Ach, hier ist noch das Buch. Ach, Mann. Nee, nee, warte. Das Buch. Boah, Gott sei Dank. Ich dachte, der geht schon wieder zum Laptop. Was? 如果他真的出事了, er ist immer nett zu uns gewesen. Wir müssen ihn schützen. Suche nach einem Bleistift und Fleckenentferner. Hier suchen wir danach? Nee, das machen wir weg. Ich glaube, wir suchen hier danach. Bleistift und Fleckenentferner. Bleistift und Fleckenentferner. Hallo, du blockierst schon wieder. Oh, du bist so eine Blockade, ne? So eine Blockade bist du einfach nur. So, auch mal zumachen, einfach mal. Sollen wir das überhaupt hier suchen oder sollen wir rausgehen? Nee, raus geht nicht. Hab alles versucht. Finde ich nicht. Nudeln. Nee, was war das? Nüsse. Nüsse kann ich dir anbieten. Lecker, lecker. Nüsschen. Das kann ich leider nicht öffnen. Was ist der Drucker? Ja, da komme ich nicht dran. Soll ich das Buch nehmen? Nee, dann brauche ich doch jetzt erstmal die Sachen. Kann dir nicht helfen. Ich finde hier nichts. Da, ein Bleistift. Gefunden. Bleistift. Ich brauche noch das Fleckenentfernungszeugs, Gedöns, Dingen da. Wo auch immer das ist. Boah, wäre das mies. Naja, ist aber nicht. Gott sei Dank. Muss mal gleich... Ah, hier ist es doch. Das chemische Zeug. Das Gute. Okay, volle Möhre drauf. Oh, was ein Zufall. Oh, was ein Zufall. Okay, also wir müssen die Leiche quasi erstechen. Ja, ist die Frage, was macht die Leiche hier, ne? Oh, so ein Ding, kein Leiche.
不然你陪我去哲学教室看看嘛，拜托啦，最后一次了。哦，最后一次了。Aber hier ist das komplett umgedreht. Ne, da sind die Frauen richtig tough, die Männer sind hier komplett lost. Wie auch im echten Leben, ne? So, weiter geht's, komm. Wir folgen ihr einfach mal. Das war ein Vogel.